El tema de la agricultura ecológica se basa en una diferenciación del manejo del producto en los suelos. Der größte Missstand ist eine ideologische Sache, also eine reine Auslegungssache aus der Vergangenheit, dass wir immer noch meinen, wir müssen die Pflanze ernähren, statt dass wir den Boden ernähren müssen. Wir suchen Qualität, wir suchen gute Produkte, aber wir suchen auch, dass die Produkte gut produziert sind. Wir wollen uns differenzieren von den anderen Anbauern. Nicht nur mit Preisen oder mit Menge, aber mit Qualität. Era como algo que nos faltaba a nosotros. Nuestra empresa estamos innovando ese método para poder aportar a nuestro suelo lo que de la tierra sale que vuelva a la tierra. Queremos darle la mejor calidad a nuestro suelo para poder dar lo mejor a los clientes. Eine von unseren Kunden hat er auch Hildebrand gekannt. Und da haben wir in einem Jahr drei Kompostkur für unsere spanische Anbauer organisiert. Der erste in Österreich, der zweite in die Schweiz und der dritte vor Ort in Spanien. Und nach diesem dritten Kompostkurs hat unser Freund Manuel hat sich entschieden, diese Kompostprojekte zu machen. Compost Corporation ist ein Zusammenschluss von drei Akteuren auf dem Markt. Ein Großhändler, ein Anbauer und ein Berater. Naturgia no solo está preocupado por la a la hora de tener una producción ecológica para llegar a los clientes final, sino también está preocupado con el medio ambiente, con tener la menor influencia sobre el medio ambiente, es decir, reducir la presión que la agricultura tiene sobre esta. Y como una muestra de ello es la creación de una planta de compostaje en la cual utilizamos los restos de cosecha que generamos y incluso el destrío que sale del almacén para generar nuestro propio compost. Cerramos el ciclo y con lo cual reducimos los residuos que generamos. Lo bueno de este tipo de recogida de hoja que tenemos ahora mismo, que llevamos a la planta de compostaje, es que anteriormente no teníamos un sitio correcto para ubicar estos restos vegetales, lo cual teníamos que pagar para desecharlos, o sea, para que los destruyese, y ahora con el nuevo ciclo con la nueva planta de compostaje tenemos un sitio correcto donde poder llevarlo sin perjudicar en ningún momento ningún tipo de procedimiento, del cual nosotros aprovechamos el ciclo cerrado dentro de nuestra empresa a través del compostaje de ellos. Das Geheimnis eines gesunden Bodens ist, dass eine ganz große Diversität der Mikroflora vorhanden ist, die jegliche Pflanze, die darauf wächst, optimal versorgen kann. Je frischer ich das Material zum Kompostieren nicht, je höher habe ich die Chance, dass ich die Energie transformieren kann. Also ich kann sie sofort ab, um und aufbauen und ihn eben in diese Krümel-Tonkomplexe einbinden. Und damit habe ich genügend oder sogar sehr viel Nährstoffe eben für die Mikroflora schon gespeichert. Das ist also der Speicherfaktor. Beim Kompostieren ist das Wichtigste. Und damit im Grunde der Gemüsebauer ganz minimale Materialien zukaufen muss. Das heißt, Dünger wird eigentlich praktisch keiner mehr gekauft. Das ist die nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Kompost ist jetzt keine neue Methode. Unsere Großeltern haben überall Kompost benutzt, aber nachher mit dieser Industrialisation, das hat sich peu à peu macht das verloren. Ein guter Boden hat die Fähigkeit, das Niederschlagswasser zu speichern und dann eben lange Zeit die Feuchtigkeit im Boden hochhalten. Der Boden ist wie ein Schwamm, er saugt Wasser auf und gibt das verzögert ab. Das ist vor allem für heiße Klimate, für südliche Klimate ein essentieller Vorteil, wenn wir mit Kompost arbeiten. El Kompost lo vamos integrando en la tierra, hacemos líneas, o bien antes de plantar las plantas, o hasta incluso ya con las plantaciones un poco grandes. Queremos eliminar lo que es el tema del estiércol en nuestras fincas y funcionar solamente con el compost, porque estamos viendo que puede haber una gran diferencia del compost al estiércol, para que tengamos menos enfermedades y menos problemas ante nuestra tierra y mejorar nuestro suelo.
Also das erste Mal so, dass eigentlich alle unsere kultivierten Böden praktisch schon Richtung Wüsten gehen. Also wir haben in den letzten 50 Jahren massiv den Kohlenstoff im Boden abgebaut. Das sieht man vor allem, wenn es regnet oder wenn es trocken ist, wie die Böden dann im Boden praktisch verschlemmen oder eben verkarsten. Und das kann ich mit dem Kompost am leichtesten korrigieren. Eben weil der gute Humusboden und der Kompost die Kohlenstoffe stabil fixiert und auch durch Verwitterungen, also Sonnenschein und übermäßige Niederschläge, eben nicht loslässt und somit über Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte praktisch stabil hält und somit keine Belastung für unser Klima bringt. Es ist Alimento, que estábamos sacando de las explotaciones hacia unos vertederos o unos centros de tratamiento y desperdiciando ese valor nutritivo en nuestros cultivos. O sea, la idea de Naturchar es excelente, puesto que lo que conseguimos sacar de la explotación vuelve como aporte de nutrientes a la propia explotación. Por lo tanto, es una idea que ojalá se extienda en el sector productivo almeriense, puesto que es un problema el tema de residuos actualmente. Man muss einen anderen Gedanken haben, dass wir diese ganze Sache, was wir vom Boden bekommen, die ganze gute Früchte, Gemüse, das die Erde uns gibt, dass wir das zurückgeben an die Erde. Und das ist diese Philosophie vom Compost Corporation. Y esta iniciativa tiene el apoyo tanto de la Junta de Andalucía de ámbito regional como por parte del Ayuntamiento de Níjar. Este tipo de iniciativa, una vez se tiene conocimiento, hay que intentar que todas las empresas vayan hacia esa gestión que beneficia tanto el valor añadido que le puede dar a los productos como esa innovación de seguir avanzando y creciendo de una forma sostenible, que es lo que queremos que tengamos dentro de nuestra producción agrícola aquí en nuestro territorio. Bueno, la planta de compostaje de Naturchar ha sido una de las incorporaciones más importantes de esta empresa al sistema productivo en esta zona. En este sentido, creemos que Naturchar ha sido pionero y ha sido también una empresa que ha apostado por la innovación. En este sentido, pues Naturchar está siendo una empresa que sin duda va a tener una repercusión muy importante en la zona y que estoy seguro que mucha gente va a seguir en el futuro. Compost Corporation ist jetzt offen für alle Anbauer. Wir werden jeden unserer Anbauer unterstützen, in so ein Projekt zu machen. Naturchar war der Initiator. Aber ich hoffe, dass nächstes Jahr 2, 3, 5 oder 10 noch andere Anbauer das machen. Wegen für uns Kompost ist die Zukunft.